SRF 1. SRF 1 Forum. Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung. Das ist die Sendung, das Forum, wo ihr könnt und sollt mitdiskutieren, wo eure Meinung gefragt ist. Heute Abend zu der Frage, sollen möglichst alle behinderten Kinder in die normale Schule gehen? Oder ist das nur eine schöne Idee, die in der Praxis viel weniger taugt, als dass es die Fachleute haben versprochen? Die Diskussion heute Abend leitet Christian von Burg. Wir haben drei Gäste heute Abend hier im Radiostudio in Zürich. Neben mir steht Petra Lütti aus Basel. Sie hat einen 9-jährigen Sohn mit Down-Syndrom. Knapp 4 Jahre ist er zuerst in integrierten Kindergarten gegangen, dann in die Schule, also zusammen mit anderen Kindern. Frau Lütti, wo hat Ihren Sohn am meisten von den anderen Kindern profitiert? Also hauptsächlich hat er von der Sprache profitiert, weil die Kinder haben alle können gut reden, vor allem in der Schule. Und von der sozialen Integration. Also er hat wirklich in diesen Schulen Freundschaften können aufbauen. Ich weiss noch, als er im Kinski war und das Jahr rum war, hat ein Bub geheult, weil er erfahren hat, dass mein Sohn nicht zu ihm in die Klasse gehen darf. Weil wir in einem anderen Quartier den Kindergarten hatten und die Schule war dann wieder in einem anderen Quartier. Und trotzdem haben jetzt die Lehrerinnen gefunden, ihren Sohn sollte nicht mehr in die integrative Schule, so wie es jetzt Basel weit verbreitet ist. Warum? Es hat geheißen, er sei überfordert von der Größe der Klasse und er könne nicht so lernen wie andere Kinder. Man müssen häufig separieren aus dem Klassenunterricht, habe ich gehört. Und sie haben das Gefühl, er fühle sich nicht wohl, was ich nicht bestätigen kann, weil er ist eigentlich immer gerne in der Schule. Im Fall also von Integration, wo gemäß Lehrerinnen nicht funktionieren soll, Mutter von Aaron sieht es anders, Petra Lütti. Neben dir sitzt der Roland Stach. Er ist in Basel bekannt als langjähriger, profilierter SP-Politiker. Er war aber auch 40 Jahre Lehrer gewesen, Kleinklassenlehrer zuerst, dann Heilpädagoge in integrierten Klassen. Er kennt also das alte und das neue System gut. Herr Stach, Sie sind ein Kritiker. Sie sagen, die integrative Schule sei zu einer Ideologie geworden. Was spricht denn dagegen, dass Kleinklässler, dass Behinderte zusammen mit anderen Kindern das Schulzimmer teilen? Grundsätzlich spricht da überhaupt nichts dagegen. Ich bin ja auch nicht einfach ein genereller Kritiker von so einer integrierten Schulform. Ich bin nur dagegen, dass man das absolutiert, dass man also einfach sagt, unser Modell ist eine integrative Schule und das ist eine Schule für alle. Alle, die überhaupt irgendwie müssen eine Schule besuchen, eine integrierte Schule. Und es gibt nur noch ganz, ganz wenig, wenn überhaupt noch irgendwelche Ausnahmen, die in ein Spezialförderprogramm gehen und separiert werden. Das halte ich für eine rein ideologische Erklärung und nicht für eine pädagogische Erklärung. Das ist eine Art von religiösem Rigorismus, der hier betrieben wird, der fern jeder Praxis und jeder, also mindestens mal meiner praktischen Erfahrung völlig widerspricht. Ihm gegenüber ist der Peter Lienhardt. Er ist an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Berater für integrative Schulprojekte und er ist ein langjähriger Verfechter von diesem Modell. Der Herr Lienhardt, in der Schweiz gibt es zahlreiche Sonderschulen und Kleinklassen zur gezielten Förderung von Kindern mit ganz verschiedenen Behinderungen. Warum wollen Sie die Kinder möglichst aus diesen Schulen rausholen? Für mich ist die Volksschule eine Mischung zwischen der Regelschule und der Sonderschule. Und wenn man ein gesellschaftliches Abbild und einen gesellschaftlichen Auftrag sieht von dieser Schule, dann ist es schon mal ein bisschen schwierig zu begründen, wieso will man den gesellschaftlichen Auftrag, dass wir nämlich alle zusammengehören und eigentlich auch müssen miteinander auskommen, schon in sehr frühen Jahren irgendwie strukturell spülen, sage ich jetzt mal. Für mich gibt es fachliche und eben gesellschaftliche Gründe für die Integration und eigentlich staune ich mich, dass man immer wieder Grundsatzfragen stellt, wenn wir mehr integrieren. Wir müssen diese Frage eigentlich gar nicht mehr stellen, weil wir haben verschiedene gesetzliche Grundlagen, die uns das einfach zum Auftrag gibt. Was finden Sie zuhause, die uns zulassen, sollen möglichst alle Kinder in die normale Schule gehen? Wenn Sie mitdiskutieren wollen, rufen Sie uns an auf 08 48 440 222.
Oder schreiben Sie uns Ihre Meinung auf srf1.ch bei der Sendung Forum ins Kommentarfeld. Meine Kollegin Barbara Kohler, die schaut Ihre Kommentare dann an. Es sind schon ganz viele Kommentare reingekommen und die Meinungen gehen auseinander, wie so zu erwarten war. Ursula Schilling aus Lotinia im Kanton Tessin schreibt zum Beispiel, sie habe selber lange mit geistig Behinderten zu tun gehabt und sei der Überzeugung, dass die Kinder in normale Klassen gehören. Sie sind schliesslich ein Teil von uns und unserer Gesellschaft. Und Claudia Jochem aus Muri im Kanton Aargau ist selber Mutter von einem Kind mit Trisomie 21 und Heilpädagogin. Sie schreibt, ihr Kind gehe seit dem Kindergarten in die Regelklasse und sie mache ich sehr gute Erfahrungen. Die Integration sei für alle ein Gewinn. Anderer Meinung ist der Rolli Schwertzmann aus Zug. Er findet, das System müsse wieder abgeschafft werden. Er bezweifelt nämlich, dass alle Kinder davon profitieren können. Dann gehen wir doch dieser Frage nach, was profitieren die Kinder? Die Frage, die der Herr Schwertzmann aufwirft. Da schwingt ja auch ein bisschen die Angst von vielen Eltern mit, die nicht behinderte Kinder haben. Die Angst, ein Niveau in der Schule würde generell sinken, wenn behinderte Kinder in die Klasse integriert werden. Sie haben die Frage, schätze ich, an der Hochschule für Heilpädagogik immer mitverfolgt, Herr Lernhardt. Ist die Angst begründet? Da sprechen Sie jetzt wahrscheinlich auch auf Forschungsresultate an. Was hat man für gesicherte Erfahrungen gemacht? Und dann wird, das muss ich zugeben, manchmal einfach ziemlich undifferenziert gesagt, Integration ist per se besser, Forschungsresultate haben gezeigt und so weiter. Und das muss man ein bisschen genauer anschauen. Ein Segment ist gut untersucht, nämlich die Integration von Lernbehinderten und leichtgeistigen Behinderten. Dort haben wir gesehen, dass die in der Integration eher bessere Leistungen zeigen, nicht fundamental wahnsinnig anders. Also bessere Leistungen im Lesen und Schreiben und im Rechnen. Und was Sie auch angesprochen haben, und das dünkt mich ganz wesentlich, dass die Leistungen der anderen Kinder nicht beeinträchtigt werden. Man muss dann aber immer im Einzelfall den Klassenunterricht anschauen. Wenn das ein Schulunterricht ist, der so auf Homogenität aus ist, alle machen es gleich, dann fallen die oben raus, zum Beispiel die besonders Begabten, oder unten raus, zum Beispiel ein geistig behindertes Kind, die sind dann nicht mehr wirklich integriert. Wenn es gelingt, einen modernen, differenzierten Unterricht zu machen, dann profitieren beide und auch die Kinder in der Mitte. Kein Problem also für die stärkeren Kinder, dass sie Mitleidenschaft gezogen würden, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Lienhardt. Wie sehen Sie da, Herr Stach, als Mann aus der Praxis? Vielleicht sollte man am Anfang gerade mal noch ein bisschen differenzierter das anschauen. Oder? Es gibt ja verschiedene Kinder. Also wir reden ja, wenn Sie sagen, integrative Schule, heisst das einerseits, dass man die Kinder integriert, die behindert sind, also zum Beispiel mit Down-Syndrom, aber auch körperbehinderte Kinder, also quasi die klassischen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, klassischen behinderten Kinder, die man integriert. Da glaube ich tatsächlich, dass das mit einem sehr hohen heilpädagogischen Aufwand, mit sehr intensiver zusätzlicher Betreuung im Klassenverband möglich ist, die zu integrieren, dass das für die Kinder und auch für die Regelkinder möglicherweise ziemlich sicher ein Gewinn ist. Ich rede aber nicht von denen. Es gibt ja noch andere. Die früher in der klassischen Kleinklasse waren oder in der Sonderschule oder wie man den auch immer dann, im Verlauf der Jahrzehnte geheissen oder genannt hat, die Lernbehinderten, Verhaltensauffälligen, Lerngestörten, häufig auch sozial sehr unangepassten Kinder, die sind ja auch integriert oder werden integriert. Anführungs- und Schlusszeichen sieht man am Radio nicht. Da ist es aber schon bedeutend schwieriger, weil es gibt Kinder, die sind darauf angewiesen, dass sie über längere Zeit, über viele Stunden intensiv betreut und gefördert werden. Für die ist jetzt ein Regelunterricht mit zwei oder drei Stunden zusätzlich bei einem Heilpädagogen oder einer Heilpädagogin völlig ungenügend, vollständig ungenügend. Das genügt ihnen nicht. Die können so nicht gefördert werden, nicht genügend gefördert werden. Auf der anderen Seite stören sie, sage ich jetzt einfach mal ein bisschen grob, den Unterricht von der Regelklasse und zerstören die Lernsituation von einer ganzen Gruppe.
Und solche Fälle sind immer in dem System, wie wir jetzt zum Beispiel jetzt Basel durchgedruckt oder durchgesetzt haben, schlecht gefördert. Für die gibt es fast keine Ausweichmöglichkeiten. Die werden einfach in dem Klassenverband behalten. Die laufen unter dem Label integriert, sind aber weder für sich selber gefördert, noch wird der Klassenverband insgesamt davor geschützt, dass sie nicht mehr richtig lernen können. Das halte ich für einen Irrweg. Ich tue Ihnen in einem Punkt sicher zustimmen, dass so wie die Kardinalschwierigkeit für die Integration, das ist nicht eine kognitive Schwäche, also dass ich ein bisschen mehr Schwierigkeiten vom Lernen habe, sondern es ist häufig Sozialverhalten. Einfach dann, oder wo ich die Schwierigkeiten sehe, ist, dass man das dann am einzelnen Kind festmacht und wie tut, wie wenn das so unveränderbar bei diesem Kind wäre. Verhaltensauffälligkeit kann auch sehr viel mit dem Umfeld zu tun haben. Und ich meine nicht nur das familiäre Umfeld, sondern auch das schulische. Zum Beispiel einen schlechten Unterricht, einen langweiligen Unterricht kann auch Verhaltensauffälligkeit produzieren. Und wenn wir an unsere eigene Schulzeit denken, dann haben wir doch wahrscheinlich noch Lehrpersonen im Kopf, die auch mit ziemlich herausfordernden Jungs und Mädchen recht gut können umgehen und anderen eben nicht. Und ich plädiere wieder dafür, dass man in einer Schule, die integrativ denkt, einfach das auch thematisiert und schaut, wie können wir das innerhalb von unserer Schule, in den pädagogischen Teams, mit den Ressourcen, die wir haben, was haben wir da für clevere Ideen, ohne ein Kästchen-System mit verschiedenen Kleinklassen müssen aufzuziehen. Der Herr Stach hat es jetzt sehr differenziert, dass es sehr unterschiedliche Arten von Behinderungen gibt, körperliche Behinderungen, geistige Behinderungen, Kinder, die einfach verhaltensauffällig sind, aber vorher genug intelligent, um in die Schule mitzukommen. Sie, Frau Lüthi, als Mutter von einem Kind mit Down-Syndrom, haben das auch beobachtet in der Klasse von Ihrem Sohn und auch andernorts. Was haben Sie denn das Gefühl, welche Kinder sind am einfachsten integrierbar? Was sind da Ihre Erfahrungen gewesen? Also am einfachsten integrierbar sind halt schon die Ruhigen. Also das ist so, da hat man am wenigsten zu tun, um sie zu beruhigen. Aber ob sie dann etwas lernen, weiß man ja nicht. Dass ich auch ganz viele, jetzt komme ich in die andere Seite, ganz viele Kinder auch hatte in meiner Schule, die ruhig waren. Und die haben aber sehr grosse schulische Probleme gehabt, aber sie haben sie einfach nicht ausgedrückt. Und die anderen, die Probleme haben, sonst ausgedrückt, sind halt die Auffälligen. Sie haben zwei Hüte, Sie haben es jetzt gerade gesagt, auch als Lehrerin und als Heilpädagogin und eben gleichzeitig als Mutter von einem Kind mit Trisomie 21 in der Klasse von Ihrem Sohn. Wie war das dort? Wie war die Gruppe zusammengesetzt von diesen Kindern mit Behinderung, die in dieser integrativen Klasse waren? Also ich denke, es war eine sehr schwierige Zusammensetzung. Es hatte zwei Trisomie-Kinder, die sehr unterschiedlich waren. Und ein Kind mit CP, einer Hand, also auch noch behindert mit einer Hand, hat mit zwei gehabt. Und sehr hyperaktiv, hat man müssen aufpassen, dass er nicht abhaut. Und dann ein ruhiges behindertes Kind, wo ich bis heute nicht weiss, was es hat. Und dann war halt einmal ein Störfaktor, wenn die behinderten Kinder nicht auf dem Stuhl gesessen sind, sondern vielleicht unter den Tisch gegangen sind. Und die anderen haben mir so etwas schreiben am Tisch und die haben das halt nicht einfach gemacht. Und dann haben die Lehrerin das störend für die anderen Kinder gefunden und haben sie dann separiert. Und das haben die nicht wollen, weil ihr Lehrauftrag war, nicht separieren in der Klasse. Und das ist halt schwierig. Sie hören jetzt endlich Forum auf SRF 1. Wir diskutieren über die integrative Schule, wo noch das neu in fast allen Kantonen jetzt eingeführt wird. Gerade gehört haben Sie Petra Lüthi, sie ist Mutter von einem Kind mit Trisomie 21 aus Basel. Neben ihr ist der Herr Stach, ein ehemaliger Kleinklassenlehrer und Heilpädagoge aus Basel. Er kritisiert die integrative Schule. Und zwar nicht grundsätzlich, aber er sagt, dass einfach der Gedanke unterdessen zu einer Ideologie verkommen sei. Und auf der anderen Seite steht der Peter Lirnhardt von der Hochschule für Heilpädagogik. Er ist ein starker Befürworter von der integrative Schule. Was finden Sie daheim? Sollen möglichst alle Kinder in die normale Schule gehen? Wenn Sie mitdiskutieren in dieser Sendung, dann rufen Sie uns an auf 08 48 440 222 08 48 440 222 oder Sie können uns Ihre Meinung auch schreiben auf SRF 1 bei der Sendung Forum ins Kommentarfeld.
Das Schulsystem in der Schweiz unterscheidet sich ja von Kanton zu Kanton. Und auch bei der Umsetzung von dem integrativen Schulmodell gibt es riesige Unterschiede. Der Kanton Basel ist sehr weit fortgeschritten. Er gilt bei Fachleuten als Pionierkanton, als nationales Vorbild. Und darum lohnt es sich im zweiten Teil der Sendung mal ein bisschen genauer dort anzuschauen, auf Basel. Sie, Herr Lienhardt, von der Hochschule für Heilpädagogik haben eine Evaluation gemacht. Was machen die Basler besonders gut? Was mir gefallen hat, wo wir das System anschauen konnten, ist einerseits einmal der klar politische Wille. Obwohl, dass da auch Gegenströmungen sind, das haben wir auch gemerkt. Aber ich finde es wichtig, dass, wenn man einen Auftrag hat zur Integration, dass da auch jemand ansteht auf höchster Ebene. Und das ist der Regierungsrat Aimann, der sagt, das will ich machen und da nehme ich auch Geld in die Hand. Ich will schauen, dass das auch gut ressourciert wird und er dieser Sache Linie gibt. Schwierig ist vielleicht, dass Basel wirklich sehr sportlich unterwegs war bei diesen Entwicklungen. Also sie sind sehr schnell gewesen und das führt natürlich auch immer zu Unsicherheiten. Aber ich habe grosse Bewunderung diesen Entwicklungen gegenüber in diesem Kanton. Das müssen wir korrigieren, aber wenn ich es richtig sehe, dann ist in Basel auch die finanzielle Situation, also die Ressourcen, die man diesen Schulen gegeben hat, vergleichsweise gut mit anderen Kantonen, da wissen Sie besser Bescheid. Also das Modell wäre, wenn ich es richtig sehe, dass es eben die Integrationsklasse gibt, wo immer mehrere, also 4 behinderte Kinder in einer Klasse sind und dazu eine Heilpädagogin. Ja, im Detail kann ich Ihnen jetzt das nicht sagen, das ist immer wahnsinnig schwierig, aber so, man kommt ja, wenn man in verschiedenen Kantonen tätig ist, so ein Grundgefühl über und tut die Zahlen wirklich vergleichen. Und da ist Basel-Stadt wirklich bei den komfortableren ausgerüstet. Und was Sie jetzt erwähnt haben mit diesen Integrationsklassen, wo dann eben nicht das, was Sie stark gesagt haben, dass das so tröpfchenweise 2 Lektionen, da gebe ich Ihnen recht, das wirkt überhaupt nicht, dass man ein Modell sucht, wo wenig Leute stark und lang präsent in diesen Klassen sind und dass eben dann auf mehreren Schultern und mehrere Hände sind da, um die Aufgaben zu erledigen. Das ist ein Modell, das erfolgreich ist. Das haben wir im Kanton Zürich gesehen, wo die Grundstufe hat mit mehreren Lehrpersonen, einer Heilpädagogin. Leider ist der Versuch, das war die Verschmelzung vom Kindergarten und der ersten Klasse. Das war für mich eine absolut geniale Sache. Dort sind fast keine Kinder separiert worden. Leider hat das Volk gesagt, das wollen wir nicht mehr. Aber in Basel-Stadt gibt es vergleichbare Modelle und das finde ich eine gute Entwicklung. Sie schreiben in Ihrem Bericht, ich habe gelesen, die Akzeptanz in der Lehrerschaft und in der Bevölkerung sei sehr gut. Sie haben förmlich nach Gegnern gesucht, aber keine gefunden, haben Sie gegenüber der NZZ gesagt. Das ist wirklich so. Ja, das hat uns wahnsinnig überrascht. Also, wo wir den Auftrag übernommen haben, dann haben wir vor allem in der Lehrerschaft eine rechte Phalanx erwartet gehabt. Und wir sind in ganz viele Schulen gegangen und haben nicht gesagt, wir wollen mit denen und denen reden, sondern wir haben zum Beispiel auch der Lehrergewerkschaft gesagt, tünd uns auch kritische Lehrpersonen zeigen, wir haben mit denen geredet gehabt. Und die kritischen Fragen, die Statements sind durchaus schon auch gekommen. Aber das ist für uns immer noch im Rahmen von dem gewesen, wo man sagt, die sind auf dem Weg und eben zum Teil eben ein bisschen sportlich unterwegs und von dort her sind die Schwierigkeiten auch erklärbar. Aber wir haben es wirklich mit einem guten Gefühl den Bericht auch können schreiben und ein gutes Feedback geben. Wenn man dem Herrn Lienhardt zulässt, dann muss man sagen, Sie sind ein einsamer Rufer in der Wüste, Herr Stach. Ich bin einigermaßen fassungslos, muss ich sagen, wenn ich das höre. Ich bin nun viele, viele, viele Jahre und Jahrzehnte in Schulhäusern unterwegs gewesen. Und was man dort innerhalb der Lehrerschaft jeweils in der Pause, nach der Schule, vor der Schule, diskutiert hat über die Erfahrungen mit der Integration. Ich rede jetzt von denen, die ich vorne beschrieben habe. Vor allem verhaltensauffällig, sozial schwierige, schwer oder mittelschwer Lernbehinderte. Widerspricht dem, was Sie sagen, diametral. Es ist eine derart grosse Unzufriedenheit über die Integration von denen verhaltensschwierigen und lernschwierigen Kinder feststellbar, greifbar gewesen, dass mir vollständig unerklärlich ist, wie man so etwas am Schluss bei einer Evaluation kann, derart positiv färben. Jetzt kann man sagen,
die sind vielleicht nicht zu ihrer Meinung gestanden oder so. Oder es ist so gemacht worden wie beim Abgastest bei VW, dass am Schluss halt das irgendwie anders rausgekommen ist, als man wollte. Aber es widerspricht meinen sämtlichen Erfahrungen und dass sie keine Kritiker gefunden haben und dann auch bei den Gewerkschaften keine Kritiker gefunden, ist mir sowieso vollkommen unerklärt. Es gibt ja seitenlange, Dutzende von Seiten Vernehmlassungen von der Schulsynode, von den Gewerkschaften, wo massive Kritik auch an den Ressourcen und an der finanziellen Ausstattung von dem Integrationsmodell unserer bis zum heutigen Tag. Also von dort her sind da doch gewisse unterschiedliche Realitäten, glaube ich, nicht wegzudiskutieren. Herr Stach, Sie haben offensichtlich den Draht zu den Kritikern. Wenn Sie da können sagen, was ist denn die Hauptkritik am System? Was funktioniert denn schlecht bei der Umsetzung, was sagt die Basel-Lehrerschaft? Also ich würde sagen, der Hauptkritikpunkt ist, dass wenn man in einer Klasse wirklich eine Ballung von schwierigen Kindern hat. Wir reden ja nicht davon, dass man in einer Klasse von 20, 21, 22 Kindern mal ein oder zwei schwierige Kinder es immer geben. Das ist ja völlig, völlig klar. Aber es gibt ja Klassen, da ballt sich das, aus was für Gründen auch immer. Da hat man 4, 5, 6 sehr schwierige Kinder, wo man dann unter diesen Umständen selbst wirklich nicht mehr gut kann fördern kann und der ganze Klassenverband auch noch durcheinander und übereinander bringen, wo also die Lernsituation wirklich ganz schwierig ist. Und solche Beispiele kenne ich jede Menge, habe ich auch selber erlebt, auch jetzt wieder aus eigener Erfahrung mit eigenen Kindern. Und für die gibt es dann sehr, sehr wenig Ausweg. Oder das ist dann das, wo ich dann sage, da gibt es einfach einen gewissen religiösen Rigorismus. Für die hat man dann die nötigen Ressourcen und die nötigen Gefäße nicht bereitgestellt, weil man eben bei dieser wie sie sagen, sportlichen Startbedingungen einfach nicht glaubte, dass das auch irgendwie auch noch zu Schwierigkeiten kommt. Das ist dann einfach unter den Tisch gefallen. Und wenn man dann wirklich nach Wegen sucht, wie man jetzt die Kinder wirklich anders fördern kann, wie man da andere Wege gehen kann, vielleicht doch wieder in ein anderes Modell, dann ist da einfach eine Sackgasse. Oder dann gibt es keinen vernünftigen Ausweg, wie man da vorwärts gehen kann. Der Frust, der ist nun wirklich in der Lehrerschaft gross, die mit solchen Fällen konfrontiert werden. Frau Lütti, Sie sind selber Lehrerin, Sie sind selber aber auch Mutter von einem Kind mit einer Behinderung, haben da live miterlebt in der Schule, also live miterlebt bei Ihrem Sohn. Was ist denn aus Ihrer Sicht jetzt bei der integrativen Schule bei Ihrem Sohn nicht so gut gelaufen? Also in seiner Schule ist nicht so gut gelaufen, dass die Lehrerinnen nicht bereit waren, eigentlich auf ihn einzugehen. Also ich denke, so eine Integration steigt und fällt einfach mit den Lehrpersonen. Und wenn eine Lehrperson nicht bereit ist, sagen wir, Weiterbildungen zu machen oder sich auch Hilfe zu holen von der Fachstelle Integration, dann muss ich einfach sagen, ist sie an der falschen Schule. Weil ich habe andere Kolleginnen, die haben Einstellung, man kann jedes Kind integrieren. Und die haben sich wirklich Mühe gegeben, die haben Kinder integriert, indem sie Weiterbildungen haben gemacht, speziell für das Kind, das war jetzt zum Beispiel ein autistisches Kind, das nicht geredet hat. Ja, dann muss man Weiterbildungen machen in Richtung unterstützte Kommunikation, weil auch das Kind braucht einen Sprachrohr. Wenn es sich nicht ausdrücken kann, dann schreit es umeinander und stört den Unterricht. Und in seiner Klasse sind die beiden, sind zwei, nicht bereit, das zu machen. Sie haben immer gesagt, sie haben keine Kapazitäten. Aber daraus gehört habe ich, sie sind überfordert. Ich habe mit sehr vielen Eltern geredet im Vorfeld von dieser Sendung, speziell im Bereich Basel, aber auch über Basel aus. Ich habe viele Fälle gehört, wo die Integration gut funktioniert. Betroffene Eltern haben mir immer wieder auch von schwierigen, ja auch von schlimmen Fällen erzählt. Lehrerinnen, die behinderte Schüler schon in den ersten Schultagen vor die Türe rausschleifen, wirklich eine Heilpädagogin, die ihren Schützling als Idiot bezeichnet hat. Und ich kenne auch den Fall von einem hörbehinderten Buben, einem Zweiklässler, der gesagt hat, er will lieber sterben, als weiter in die Schule gehen. Schockiert Sie das, wenn Sie das hören? Oder gehört da einfach zum Schulalltag, Herr Lienhardt? Das darf nicht zum Schulalltag gehören. Das ist wirklich die Beispiele, das ist eine Katastrophe. Und das ist unabhängig vom Setting
ist das eine Katastrophe. Und wenn ich schnell darf, jetzt haben die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich wirklich gedacht, der Herr Stark und der Herr Lienhardt reden von einer anderen Stadt. Also das ist ja völlig verwirrend, also die unterschiedlichen Wahrnehmungen. Das, was Sie jetzt auch ansprechen, dass den Schulen nicht geholfen wird, das haben wir eben genau nicht so erzählt bekommen. Wir haben gesehen, dass da gerade bei Verhaltensauffälligen eine Fachstelle, die ich jetzt nicht mehr heisse, es ist nicht die Fachstelle Integration, es ist noch eine andere, die so verschiedene Timeout-Lösungen anbietet, sehr schnell reagieren. Das ist uns erzählt worden. Und in jedem Schulkreis hat es noch einen Extratopf, wo man sehr schnell und unbürokratisch kann, Schulen unterstützen kann. Das ist, ich kann einfach sagen, das ist uns so erzählt worden. Und das ist natürlich ein Ganz, was die Beispiele mit dem Kind rausschleifen und so, das ist eine ganz grobe Sache, wo auch die Führung von dieser Schule wahrscheinlich müsste daran anschauen. Egal, ob in einer Sonderschule oder in einer Regelschule, das geht nicht. Es ist jetzt natürlich schwierig. Wir können ja die Fälle nicht irgendwie quasi baselisch ausbreiten, aber es ist für mich völlig klar, dass der Begriff unbürokratisch und schnelle Hilfe bei solchen Fällen ist ein Witz. In der Praxis. Weil jeder einzelne Fall, den man dann ja beantragen muss, geht einen langen, langen, langen Weg. Dann muss am Schluss noch Geld gesprochen werden, es muss ein Ort gefunden werden. Irgendwann findet man etwas, aber meistens findet man nichts. Und also, das Einzige, was sicher stimmt, ist, es geht nicht schnell und es geht nicht unbürokratisch. Sondern das ist ja ein Problem, das hat jetzt weniger. Also mit der integrativen Schule zu tun, dass die Schule insgesamt ja bürokratisiert worden ist, das kann nun einfach wirklich kein Mensch bestreiten. Die Lehrerschaft versinkt in einer Papierflut, ist mit der Sitzungskadenz irgendwie wie in der Grossindustrie konfrontiert und die Überforderung kommt ja zum Teil nicht nur aus dem bösen Willen von der Lehrerschaft, sondern das Setting, das hier jetzt gemacht worden ist mit der Integration und den zusätzlichen heilpädagogischen Stunden, hat ja auch einen unglaublich grossen Koordinationsaufwand, oder? Wo die Absprachen unendlich sind. Oder? Und ich sage ja nicht, man kann das alles anders machen, aber der Aufwand und die Ruhe und Beruhigung im Schulzimmer ist natürlich unvergleichbar besser, wenn Sie dort ein oder zwei Lehrkräfte haben, die sich an einer Klasse können widmen können, die schwierigen Schüler eine feste Bezugsperson und einen festen Bezugsrahmen haben, der sich über viele Monate und über viele Jahre entwickelt und nicht wie jetzt eine Ansammlung von, sogar in der Primarschule, von 8, 9, 10 verschiedenen Lehrkräften, die sich dort die Klinken in die Hand drucken. Das ist vor allem für schwierige Kinder, für verhaltensauffällige Kinder und Kinder mit Konzentrationsschwierigkeiten ein außerordentlich schwieriges Lernumfeld. Und das ist im Moment unbefriedigend. Wir haben eine erste Hörerin oder einen Hörer am Telefon. Ich kann Ihren Namen nicht lesen. Guten Abend. Guten Abend, wer ist am Telefon? Also ich bin der Stefan Gantenwey von Heiden im Appenzellerland. Ich möchte zuerst gerade einmal einen Gruß an Roland Stach. Er kennt mich vielleicht nicht mehr ganz. Wir sind miteinander im Semi gewesen. Was möchten Sie uns sagen zum Thema, Herr Gantenwey? Ich habe am Anfang gesagt, für mich läuft Diskussion falsch. Das kann nicht eine Entweder-oder-Diskussion sein, sondern man muss den einzelnen Fall anschauen. Ich weiss darum, von wann ich schwätze. Wir haben selber eine Tochter mit Down-Syndrom. Ich bin seinerzeit, wäre ich ein vehementer Verfechter gewesen, sie ist jetzt 24, um sie zu integrieren. Das ist aber hier noch nicht gegangen. Rückblickend gesehen bin ich sehr froh, dass das nicht passiert ist, weil jetzt ist sie integriert. Sie arbeitet 2 Tage pro Woche in einer Kindertagesstätte. Und das ist wirklich Integration. Aber zurück zu der Schule. Wenn man es will integrieren, der Herr Stach hat es angetönt, die Überforderung von Kind und vor allem Lehrpersonen kommt vor allem darum, man will integrieren, aber man stellt nicht die nötigen Ressourcen zur Verfügung. Man kann nicht hergehen und wollen behinderte Kinder, ich rede jetzt nicht von Kindern mit Lernschwierigkeiten, sondern zum Beispiel mit Down-Syndrom,
und meinen, man könne mit 2-3 Stunden heilpädagogischer Unterstützung solche Kinder zu integrieren. Das funktioniert einfach nicht. Das danke vielmals, Herr Gantenbein. Sie haben 2 Punkte, die ich gerne einbringen würde in die Runde. Ich sehe da richtig, die Entweder-Oder-Frage, also entweder integrative Schule oder eben eine Sonderschule, da sind Sie sich mehr oder weniger einig. Das ist nicht die Frage. Sie sind einverstanden mit dem Herrn Gantenbein, dass man Fall für Fall eigentlich muss anschauen muss. Es ist ganz klar, und ich glaube, da sind wir auch am Tisch einig, dass die verschiedenen Möglichkeiten muss geben. Und es ist ja auch nicht so, dass irgendein Kanton sagt, wir wollen alle Sonderschulen abschaffen. Ich kenne keinen solchen. Ich schon. Ich auch. Und zum zweiten Punkt, da würde ich gerne noch darauf eingehen, die Frage der Ressourcen. 2-3 Lektionen Heilpädagogik nützt nichts, hat der Herr Gantenbein jetzt auch wieder gesagt. Wie viel muss es denn sein? Kann man das beziffern? Gibt es ein gescheites Modell? Man kann nicht ein Kind durch eine diagnostische Mühle durchlassen und dann kommt irgendein Code raus und sagt 7,5 Lektionen und noch eine halbe Lektion Logopädie dazu. Und das kommt immer darauf an, wie gross ist die Klasse, hat es dort noch andere Kinder drin. Aber das kann man mit Sicherheit sagen, ein Kind mit einer geistigen Behinderung und da 2 Lektionen und in den restlichen vielleicht 25 oder 26 Lektionen ist die Klassenlehrperson allein. Das geht nicht. Bei uns am Telefon ist auch Simonetta Heider aus Basel. Guten Abend, Frau Heider. Guten Abend. Frau Heider, Sie haben auch Erfahrung gemacht mit der integrativen Schule. Ja, ich habe auch Erfahrung gehabt mit der integrativen Schule und eine katastrophale Erfahrung gemacht in Basel-Stadt. Es geht um meinen Sohn, der so an einer genetischen Krankheit leidet, Neurofibromatose, und er ist eingeschult worden. Die Symptome, die er hat, sind eine leichte motorische, grob- und feinmotorische Verzögerungsentwicklung und die Aussprache, die nicht sehr deutlich ist. Er war selber, als er eingeschult worden ist, nicht bewusst um seine Behinderung, es ist nicht eine sichtbare Behinderung. Ich habe ihn dann in der 3. Klasse aufgeklärt mit der Unterstützung von einer Heilpädagogin, weil er angefangen hat, Schlafstörungen zu haben. Er ist eingeschult worden mit verstärkter Maßnahme, hat eine heilpädagogische Unterstützung, so 1 Stunde pro Woche. In den ersten 2 Jahren 3 verschiedene Heilpädagoginnen. In der 3. Klasse, dann ist es noch zum zum Lehrerwechsel gekommen, noch eine neue Heilpädagogin. Der Klassenlehrer nach 2 Wochen hat gekündigt, die Klasse ist wirklich in Chaos geraten, sind noch 2 Schüler dazu gekommen, so noch einer, der so diese letzte Einführungs-EK-Klasse geführt hat, noch ein mit sehr auffälliges Verhalten. Das habe ich natürlich nicht damals gewusst. Frau Heider, und abgesehen von den vielen Lehrerwechseln, wie ist Ihrem Sohn denn in der Schule gegangen? Also ist er integriert gewesen, ist er akzeptiert gewesen von den Klassenkollegen oder wie hat er funktioniert? Ja, das Problem ist, dass mein Sohn hat immer ganz wenig von der Schule erzählt. Die Schule hat uns eigentlich nie aktiv wirklich so kontaktiert. Die größten Probleme sind dann in der 4. Klasse. Da gab es einen Schulgebäudewechsel wegen der Reform und dann waren plötzlich die Kinder die Jüngste. Und dann hatte ich eher von einem Schulkameraden, der oft mit ihm so den Schulweg gemacht und bei uns zu Hause war, irgendwie angefangen zu erfahren, dass irgendetwas nicht stimmt. Die Schlafstörungen sind einfach massiv gestiegen. Es gab so Einzelattacken, dann irgendwie, also wirklich, also ganz, ganz für mich, also wahnsinnige Sache. So ein Kind hatte zum Beispiel für mehrere Tage Grabsteine gezeichnet und den Namen von meinem Sohn darüber geschrieben. Das war in der Tagesstruktur. Die Leiterin hat gemeint, ja, die sehen das im Internet. Ich habe mich gewundert, dass ihr Sohn nicht sich gewehrt hatte. Und die sind natürlich alle informiert. Ich habe alle die Broschüre über die Neurofibromatose und vor allem extra darauf aufmerksam gemacht, dass Ausgrenzungen Gefahr sind, weil diese Kinder... Frau Heider, ich muss Sie da unterbrechen, ich würde es gerne aufnehmen. Einfach nur schnell als Letztes, dass Sie da jetzt richtig begriffen haben, Ihren Sohn ist jetzt immer noch in der integrativen Schule in Basel. Nein,
nein. Also irgendwie die Sache hat sich so zugespielt. Mein Sohn war einfach fertig, hat Verkrampfungen, konnte nicht mehr schlafen. Es ist zu Massenattacken gekommen. Die Lehrerin hat uns nicht informiert. Die Heilpädagogin, also in der vierten Klasse, ich habe sie angefragt nach ein paar Wochen, ja, was machen Sie? Und sie hat mir einen Monat nach dem Schulanfang gesagt, ja, sie hätte sich noch nicht bei der Schullehrerin erkundigt, was für einen Förderungsbedarf gibt. Natürlich, mein Sohn hat keine intellektuelle, es ist nicht so, er ist intellektuell völlig normal, eher eine gute Schule. Ich möchte Sie da gerne unterbrechen und die Sache aufnehmen und in der Runde diskutieren. Merci vielmals, dass Sie angerufen haben. Frau Haider hat verschiedene Punkte angesprochen. Jetzt, es scheint ein sehr schwieriger Fall zu sein, wo mir aber auch ein paar Mal begegnet sind jetzt in meiner Recherche. Sie hat von drei verschiedenen Heilpädagoginnen geredet oder Heilpädagoginnen, die sich abwechseln, die künden. Da kann es geben, aber gibt es offensichtlich gehäuft. Ist das ein Problem, das Sie auch kennen, Frau Lütti? Ja, das Problem kenne ich sehr wohl. Also, der Anfang hat schon angefangen bei der Einschulung in den Kindergarten. In unserem Quartier hat es keinen Kindergarten gegeben. Und dann war schon der Weg sehr weit für meinen Sohn in Kinski. Und das hat er 2 Jahre aber super gemacht. Er ist einfach 40 Minuten im Bus gesessen bis in den Kindergarten. Und die Lehrerinnen sind aber dort, ausser die Hauptkindergärtnerin, die für die normalen Kinder zuständig war, sind aber die Heilpädagoginnen konstant gewesen. Und das war gut gewesen. Was immer gewechselt hat, durch die ganze Harmonisierung, ist die ganze Logopädie-Geschichte. Bevor die Kinder in die Schule kommen, hatte ich eine fixe Logopädin, wobei die haben auch dreimal gewechselt, weil die wieder gekündigt haben und so. Aber am Schluss hatte ich eine fixe. Sie ist aber dann in eine Schule zugeteilt worden und dann hat er sie nicht mehr dürfen haben, weil das Schulhaus, das sie schafft, ist nicht in diesem Kindergarten zuteilt worden. Also hat er dort wieder eine andere zuteilt bekommen. Und das finde ich sehr schlecht. Das ist einfach keine Konstante. Wie sehen Sie da, Herr Lienhardt, also jetzt einfach nochmal nach deren Evaluation, das sind jetzt natürlich zufällige Beispiele, das ist mir klar, oder? Das kann nicht repräsentativ sein für alle, aber trotzdem, es scheint da doch regelmäßig zu geben, dass die Kinder keine feste Bezugspersonen haben für häufige Wechsel. Das ist nicht so, wie Sie sich das Modell vorstellen, da sehe ich richtig. Vielleicht muss ich noch sagen, nein, es ist absolut nicht so, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht muss ich noch präzisieren, dass wir wie System von Basel-Stadt angeschaut haben und nicht die Umsetzung ganz vor Ort. Aber obwohl wir mit Lehrpersonen geredet haben, dass wir haben geschaut, hat es da Fachstellen, wo fachkompetente Leute sind und können unterstützen. Und dass solche Sachen passieren, das ist natürlich extrem bedauerlich. Also das ist eine Riesen-Odyssee, die Frau Heidritz hinter sich hat. Aber ich denke, das ist nicht nur einerseits nicht nur systemabhängig, also das kann auch in einer Sonderschule kann das übrigens so unerfreuliche Verläufe geben. Und das andere, was ich noch anhängen ist, es ist klar, dass man jetzt vor allem über die nicht erfreulich verlaufenden Fälle geredet hat. Wir evaluieren von der Hochschule für Heilpädagogik auch integrative Sonderschulen in verschiedenen Kantonen und sehen sehr viele Situationen, wo es eben gut läuft. Aber das sind halt nicht laute Situationen, weil es eben erfreulich geht. Ich würde nur sagen, dass die Sache artet eben dann in der Diskussion häufig ja in Glaubenskrieg aus. Oder? Ich bin jahrzehntelang in Basel an der Kleinklasse gewesen. Da war Basel quasi ein Pilgerort gewesen, für heilpädagogische Förderung. Halb Skandinavien hat Lehrkräfte, Schulfunktionäre, Bildungspolitiker nach Basel geschickt, um zu schauen, wie unser Kleinklassensystem noch vorher unter dem Rektor Mattmüller und später noch funktioniert. Und überall hat man gesagt, das ist die Förderung, wie man mit schwierigen Kindern, mit behinderten Kindern, wie man mit denen umgeht. Also Kleinklasse. Kleinklasse. Dann hat das gekippt. Es ist irgendeine Reformation, sage ich jetzt einmal, was man jetzt im Glaubenskrieg sagen, passiert. Und plötzlich ist Separation und das Kleinklassensystem quasi des Teufels gewesen. Man hat dann, Sie sagen dem sportlich, Knall auf Fall, die Kleinklasse aufgelöst, ohne zumindest einmal am Anfang die nötigen, sorgfältigen Abklärungen zu treffen, wie es denn überhaupt denn soll weitergehen soll und ohne die nötigen Ressourcen bereitstellen. Das hat jetzt sicher im Verlauf der Zeit ein bisschen gebessert. Und darum
bin ich eben nach wie vor der Meinung, im Zentrum muss die pädagogische Fragestellung sein. Wie kann man dem Kind am besten gerecht werden? Wie kann man das am besten fördern? Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt hat man einfach quasi per Dekret beschlossen, es gibt die integrative Schule und das Kind muss einfach dort rein. Ob jetzt das dort rein passt oder ob das pädagogisch sinnvoll ist oder ob das sozial sinnvoll ist, das ist völlig wurscht. Es muss einfach integriert werden. Und für einen anderen denkbaren Fall ist nicht vorgesorgt. Und dem sage ich glaubend, das ist eine Religion und keine Pädagogik. Sie hören das Sendungforum auf SRF1. Wir diskutieren über die integrative Schule, wo noch in allen Kantonen jetzt eingeführt wird. Basel-Stadt ist ganz vorne mit dabei. Das Beispiel haben wir jetzt gerade ausführlich diskutiert. Gerade gehört haben Sie den Roland Stach. Er ist ehemaliger Kleinklassenlehrer und Heilpädagoge aus Basel. Er kritisiert die integrative Schule, und zwar nicht grundsätzlich, aber er sagt, sie sei zu einer Ideologie gekommen. Ihm gegenüber sitzt Peter Lienhardt von der Hochschule für Heilpädagogik. Er ist Berater für Schulprojekte und ein Befürworter von der integrativen Schule. Und dazwischen ist Petra Lütti, sie ist Mutter von einem Bub mit Down-Syndrom, und sie hat fast 4 Jahre lang praktische Erfahrungen gemacht mit dem Schulmodell. Was finden Sie zuhause, die uns zuhören sollen, möglichst alle behinderten Kinder in die normale Schule gehen? Wenn Sie mitdiskutieren wollen, dann rufen Sie uns an auf 0848 440 222 oder schreiben Sie uns Ihre Meinung auf SRF1 bei der Sendung Forum ins Kommentarfeld. Und meine Kollegin Barbara Kohler schaut Ihre Kommentare dann an. Es kommen regelmässig weitere Kommentare rein, und beim groben Drüberschauen halten sich die positiven und die kritischen Stimmen wahrscheinlich etwa die Waage. Was auffällt, ist, dass immer wieder mal die Frage nach den Ressourcen und den Kosten aufkommt. Eigentlich sollte man das machen, was wir uns nicht leisten können, sind viele der Meinung, nämlich jeden Fall individuell anschauen und für jedes Kind eine individuelle Lösung finden. Zum Beispiel Frau Mitulla aus Wiel im Kanton St. Gallen hält die integrative Schule grundsätzlich für das Optimum. Es brauche allerdings viel mehr Lehrer und weiteres pädagogisch geschultes Personal pro Klasse. Das führe natürlich zu höheren Kosten. Und es komme also ganz darauf an, wie viel unsere Gesellschaft bereit ist, in die Schule zu investieren. Der Oliver Bertschi aus Thun im Kanton Bern sieht es eher pessimistisch. Auf jeden Schüler individuell einzugehen, schreibt er, sei fast so theoretisch wie keine Behinderungen mehr zu haben. Es sei ein frommer Wunsch. Kosten sind ein Thema. Kosten sind ein Thema, und das Thema ist auch, wie soll es weitergehen mit den Sonderschulen, die es noch gibt. Braucht es die Kleinklassen noch? Da werden wir im letzten Teil der Sendung diskutieren, welchen Platz sollen diese Schulen noch haben. Frau Lütti, Ihren Sohn geht jetzt in eine anthroposophisch ausgerichtete Sonderschule zu Basel. Ist das jetzt eine langfristige Lösung für Ihren Sohn? Nein, die Lösung ist eigentlich verfügt worden für ein Jahr, und dann muss man wieder weiter schauen, weil, wie gesagt, sie sagen, es werden die Schulen nicht geschlossen. Das ist eben nicht so. Also die Staatsverträge sind auf nächstes Jahr gekündigt worden, und die UFA wie auch die TSM in Münchenstein wissen nicht, wie es weitergeht. Ja. Das sind beides heilpädagogische Schulen. Sie wissen nicht, wie es weitergeht mit ihrer Schule. Wie sieht denn das aus, Herr Lienhardt? Braucht es keine Sonderschulen mehr? Vielleicht muss man zuerst mal schauen, wie viel es überhaupt von diesen Sonderschulen. Wenn ich Sie jetzt würde fragen, im Kanton Zürich, was denken Sie, wie viele Sonderschulen gibt es in diesem Kanton? Was würden Sie so spontan sagen? Es kommt darauf an, was Sie unter Sonderschulen verstehen. Also für Behinderte, für Sonderschulen geistig, Körperbehinderte. Sind für Behinderte, ja, genau. Ja. 50? Ja, es sind 78. Oder? Und man redet so, wie wenn es die nicht mehr gäbe, dass da eine dogmatische Abschaffung ist. Die Sonderschulzahlen, die haben sich praktisch nicht verändert. In dem Bereich? In dem Bereich. Ja, tatsächlich. Ich gebe Ihnen recht, die Kleinklassen, die hat man an vielen Orten geschlossen. Und das war die grosse Integrations- Herausforderung gewesen. Aber zu sagen, dass Kleinklassen, auch in den meisten Kantonen, sind die durchaus noch kann man die führen. Also das ist vielleicht für Zuhörerinnen und Zuhörer noch wichtig zu wissen. Es ist nicht so, dass flächendeckend jetzt da ein wie Sie es gesagt haben, ein dogmatischer Wandel jetzt ist, sondern der Zug geht in die Richtung. Und wie gesagt, wir haben den gesetzlichen Auftrag, das zu machen. Es ist offensichtlich von Kanton zu Kanton extrem unterschiedlich, oder? Also aus Basel kann ich einfach jetzt nur aus eigener Recherche bestätigen, dass es verschiedene Schulen gibt, die jetzt
nicht mehr wissen, wie es weitergeht und andere ja schon zugegangen sind. Aber zu Zürich, sagen Sie, ist es nicht so. Wie sieht es im Rest von der Schweiz aus, wenn man jetzt da mal von Basel ein bisschen wegdenkt, jetzt nicht nur was die Schulen anbelangt, sondern überhaupt die Umsetzung von dieser neuen Art, die Kinder zusammenzunehmen. Wo steht man zwischen Extrembeispiel Basel und noch gar nichts gemacht? Ja, es ist nur schon, wenn man so die Zahlen anschaut von den Kindern, die nach gesondertem Lehrplan, besonderer Lehrplan, heisst das beim Bundesamt für Statistik, unterrichtet werden. Im 2013 sind in den einen Kantonen, das ist Wallis und Tessin, sind das 2% gewesen, Basel-Landschaft und Solothurn sind etwa 9% gewesen. Also ich sage nicht, die einen sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Ich sage die Zahlen nur, weil offensichtlich gelingt es den einen Kantonen schon seit längerer Zeit, zu integrieren, ohne dass dort jetzt wahnsinnige Aufschrei sind und andere haben da mehr Mühe. Also das zeigt mir, es ist eben mehr möglich, als man gemeinhin einfach so denkt. Wir haben eine weitere Hörerin am Telefon, sie ist Katrin Bartelt aus Basel. Frau Bartelt, Sie haben eine Frage an Herrn Lienhardt, schreiben Sie. Ja, also ich würde, grüezi miteinander, ich würde Herrn Stark eigentlich unterstützen, wenn er gesagt hat. Und zwar haben wir einen Sohn gehabt mit Wahrnehmungsstörungen, der leicht unrund läuft, laut Arzt, oder? Der einfach völlig in einem Mehrklassensystem, noch nicht integrativ, völlig untertreten gekommen ist, oder? Und ich würd wissen vom Herrn Lienhardt, wie Sie denn überhaupt evaluieren, dass Sie überhaupt nichts mitbekommen von diesen Fällen. Und dann wollte ich noch etwas anderes sagen. Wir haben dann den Sohn umteilen in eine Jahresklasse. Wir haben müssen einen Antrag stellen, so wie ich es in Erinnerung habe, 1'000 Franken zahlen, damit man den Antrag behandelt hat. Und das ist dann abgelehnt worden mit der Begründung, wir können da nicht selber wählen, wo wir unser Kind anschicken wollen. Und natürlich die 1'000 Franken haben wir nicht mehr bekommen, oder? Also so einfach sieht es eben nicht aus. Merci, Frau Bartelt. Ich gebe da gerne weiter. Zuerst die Frage an Sie, Herr Lienhardt. Kritische Frage, wie Sie denn evaluieren, wenn man jetzt so viel Negatives gehört über Basel? Ich verstehe Sie natürlich, wenn Sie die negative Erfahrung gemacht haben und das ist nicht gehört worden und ganz viele andere negative und ganz viele andere positive Sachen werden wir auch nicht gehört haben. Da kann ich sagen, ja, das ist halt so. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie wir vorgegangen sind, aber der Bericht ist öffentlich und das kann man dort ganz transparent nachlesen. Die Frage vielleicht einfach auch noch, wenn ich da sehe, was Frau Bartelt sagt, wie fest soll die Mitsprache der Eltern sein, wie viel soll das Wort der Eltern wie gelten in der Zuteilung zu der Schule? Ich habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, mein Sohn hat einfach die Verfügung gekriegt, dass er nicht mehr integrativ geschult werden kann. Und ich habe dann Rekurse eingegeben, was mich sehr viel Geld gekostet hat. Und habe auch Vorschläge gemacht, wie man es anders lösen kann. Nur sind die überhaupt nicht auf die Vorschläge eingegangen. Dann musste ich einen Anwalt nehmen, damit ich mindestens ein Schulhaus aussuchen kann, wo mein Sohn in die Schule geht. Und das war eben halt Jufa. Und nicht in die staatliche Volksschule, sagt jetzt der Name Akko Mätteli. Weil als Kind habe ich erlebt, dass es so eine Schule gegeben hat. Das war das Bärwart. Und man fängt jetzt an, man macht jetzt wieder genau die gesammelten Sonderschulen, wo man nicht nur behinderte Kinder rein tut, sondern auch die verhaltensauffälligen Kinder, die schweren Kinder, die man in der Regelklasse auch nicht mehr tragen kann. Also es gibt schon noch die Möglichkeit für die Kinder, die normal in einer Kleinklasse gewesen wären, in die Sonderschule zu gehen. Und die sind jetzt gemischt mit den behinderten Kindern. Und ich wollte das nicht, weil gerade mein Sohn mit Trisomie 21, der schaut sehr viel ab. Und ich habe eigentlich nicht Lust, dass er Sachen abschaut, die negativ sind. Was für Sachen schaut er denn ab? Haben Sie da Angst? Ja, Aggressionen, Umschreien, Kicken, Boxen, Schlagen. Also es gibt verschiedene Arten von Aggressionen. Und für ihn ist das nicht böse, sondern er sieht das, findet das lustig und macht das nach. Und wenn jemand nebenan steht, der ihm das erklärt, dass man das nicht macht, dann macht er das auch. Frau Lüthi hat sich gewehrt, hat sich einen Anwalt genommen, um ihren Sohn in ein anderes Schulhaus zu bringen. Da läuft ein bisschen darauf aus, dass die nötigen Mittel oder auch das Know-how haben, das auch platzieren können, für ihr Kind schauen können. Die anderen drohen ein bisschen zu kurz kommen. Ja, das darf natürlich nicht sein. Also das wäre absolut stossend. Da ist vielleicht noch wichtig zu wissen, dass
Durch die gesetzliche Grundlage, die ich schon ein paar Mal erwähnt habe, Behindertengleichstellungsgesetz, UNO, Behindertenkonvention und Sonderpädagogikkonkordat, die Eltern tatsächlich eigentlich einen anderen Status bekommen haben. Früher war es so, wenn man ein Kind mit Behinderung hatte, hat die IV gesagt, das Kriterium ist erfüllt, du darfst oder du musst in die Schule gehen. Also man hat, und dann hat man können integrieren so langsam und hat aber wie die Integration müssen beweisen. Und jetzt ist eigentlich die Beweislast umgekehrt. Also jetzt sagen die gesetzlichen Grundlagen, grundsätzlich muss man zuerst mal probieren zu integrieren. Wenn es gute Gründe gibt, dass sich das Kind nicht gut kann entwickeln oder vielleicht die Belastung für die Schule wirklich derart gross ist, dass das absolut nicht zumutbar ist, dann kann das ein Grund sein, eine Sonderbeschulung zu machen. Wir haben eine weitere Hörerin am Telefon, sie ist Pia Schenk aus dem Liebefeld. Guten Abend, Frau Schenk. Ja, guten Abend miteinander. Ich bin eine Mutter von einer 18-jährigen Tochter, die normal begabt ist. Und ich war sehr engagiert im Elternrat, Schulkommission und so weiter. Ich habe viele Bekannte und Freundinnen, Kolleginnen, die Lehrerinnen sind. Und ich habe einfach festgestellt, dass bereits in einem normalen Schulalltag alle mehr oder weniger überfordert sind. Also mit dieser Belastung, die ist rein zum Beispiel mit dem Ausländeranteil, die nicht Deutsch können und die verhaltensauffällig sind. Ich habe kaum je Schule erlebt, wo es nicht ein Burnout hat von einem Lehrer oder von einer Lehrerin, die dann lang ausgestiegen sind, bereits einfach im Normalzustand. Und ich denke, es braucht sehr viel mehr Pädagogen und Lehrer und Hilfspersonal, wenn das so soll sein, die Klassen würden begleiten. Und so wie es jetzt ist, ist eine totale Überforderung. Und es geht immer auf die Kosten von denen, die begabt sind. Merci, Frau Schenk. Ich würde auch gerne aufnehmen. Sie sprechen die Überforderung an, Sie sprechen die Mittel an. Kann man das beziffern? Braucht eine integrative Schule deutlich mehr Mittel als eine Schule mit Sonderlösungen? Ich glaube schon, dass es mehr finanzielle Mittel braucht. Das Problem ist allerdings jetzt zum Beispiel im Kanton Basel-Stadt, möglicherweise auch noch in anderen Kantonen, weniger die finanziellen Ressourcen. Wir sind ja nicht ein armer Kanton. Das Problem ist, dass es die notwendigen heilpädagogischen Lehrkräfte nicht gibt. Das ist nicht, man kann da nicht aus dem Vollen schöpfen. Sie können nicht einfach sagen, wir brauchen jetzt in dem Schulhaus 3, 4 Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und im anderen Schulhaus brauchen wir 5 oder 6. Und sie haben die nicht. Sie müssen Notlösungen machen, sie müssen irgendwie ein bisschen angestrickte Zusatzkürzchen verordnen. Und dann ist halt jemand ein Heilpädagoge zweiter Klasse oder ich weiß nicht, wie man dem sagen soll, aber der klassische ausgebildete Heilpädagoge und die klassische Heilpädagogin mit einer intensiven Ausbildung, man vor Ort weiß, um was es geht. Das ist ein Mangel, das ist ein Mangelware und darum ist auch die notwendige Ressourcenbeschaffung einfach im Moment mindestens einmal illusorisch. Sie haben die Leute einfach nicht. Herr Lienhardt, dass Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Moment fast sicher einen Job finden, das wissen wir, glaube ich, Frage, aber einfach auch noch zu den Finanzen. Kann man etwas sagen dazu? Braucht die integrative Schule mehr Mittel als die früherige Lösung mit den Sonderschulen und Kleinklassen oder ist da etwa gleich? Also grundsätzlich gehe ich davon aus, wenn ein Kind ein bestimmtes Bedürfnis hat und zum Beispiel intensiv behindert ist, das ist Setting unabhängig, also ob das jetzt in der Regelschule ist oder in der Sonderschule, würde ich auch über den Daumen gepeilt sagen, das kostet gleich viel. Also die sagen, wir können mit der Integration sparen, die sind auf dem Holzweg, definitiv. Das Problem ist, wir haben in vielen Kantonen jetzt ein gut ausgebautes Sonderschulsystem, das relativ stabil ist, bauen ein integratives System auf und dort fehlt dann wie das Geld, weil das ist sehr viel gebunden im Sonderschulbereich. Und dort etwas zu verändern, ist in den meisten Kantonen ganz, ganz schwierig. Also ohne eine schrittweise Umlagerung kann die Regelschule nicht genug unterstützt werden, aber das wäre dringend nötig. Wir kommen zu der Schlussrunde schon. Und ich frage Sie, gerade anschliessend an Ihres Votum jetzt, wenn man davon ausgeht, dass Sonderschulen müssen abgebaut werden, so wie Sie es fordern, wo liegt denn ein gescheiter Schlüssel? Wie viele Sonderschulen braucht es noch?
Und wie viel integrative Schule auf der anderen Seite? Jetzt, wenn ich nur schon in die Richtung etwas sage, dann hat es natürlich ganz viele, die denken, mein Gott, ja, ich sage etwas. Sie werden von mir auch eine Zahl bekommen. Aber es ist eine sehr zurückhaltende. Ich würde mir wünschen, und wenn ich jetzt das sage, sage ich nicht, ich sage das, weil die Sonderschulen schlechte Arbeit machen, sondern ich will, dass mehr integriert kann werden und dass das gut gemacht wird und das braucht Ressourcen. Ich würde mir wünschen, dass es so in 15, 20 Jahren vielleicht ein Viertel von den Sonderschulplätzen könnte umgelagert werden. Jetzt könnte man mir sagen, mein Gott, ein Viertel, 15 bis 20 Jahre. Ich bin einfach realistisch und ich denke, wir erreichen nicht einmal das. Aber das wäre so mein Wunschfahrplan. Herr Stach, sind Sie zufrieden mit dem Wunschfahrplan? Oder wie sieht Ihre Prognosen aus, respektive halten Sie für eine sinnvolle Verteilung? Wie viele Sonderschulen, wie viele Kleinklassen braucht es noch in Zukunft? Ich würde behaupten, dass wir im Sonderschulbereich vielleicht auf dem Weg weitergehen können, wie der Herr Lehner gesagt hat, aber es braucht meiner Meinung nach wieder einen gewissen Rückbau bei den Kleinklassen. Wir haben jetzt aber festgestellt, das ist auch vielleicht von Kanton zu Kanton verschieden, vielleicht auch von Stadt zu Stadt verschieden, dass es einfach mehr Fälle gibt, als man vielleicht einmal optimistischerweise gemeint hat, wo man das einfach übers Kreuz und übers Knie gebrochen hat vor 10, 12 Jahren, dass es mehr Fälle gibt, wo nicht können 100% integriert werden. Und für diese Fälle müssen andere Lösungen gesucht werden. Und das sind möglicherweise, oder meiner Meinung nach ganz sicher, wieder die klassischen Kleinklassensituationen. Frau Lütti, Ihren Sohn mit Down-Syndrom ist jetzt in der zweiten Klasse. Was wünschen Sie sich ihm für ein Schulmodell für die nächsten Jahre? Also ich wünschte mir, dass er noch einmal einen Versuch kriegt in die Integration. Aber nicht, weil ich nicht für die Sonderschule bin, weil ich finde, das ist eine gute Sache. Aber die Mischung muss stimmen. Und ich fände es halt auch toll, wenn, sagen wir, gerade Sonderschulklassen integriert wären in einem Regelschulhaus. Das ist auch eine Integration. Und dann lernen sie auch eine soziale Integration. Ich bin gegen die Gebäude, wo alle sich sammeln. Also auch Kleinklassen habe ich eine gute Sache gefunden. Ich habe selber an der Kleinklasse geschafft. Die sind integriert gewesen im Schulhaus. Das heisst, die soziale Integration hat stattgefunden, aber sie haben einen kleineren Rahmen gehabt, kleinere Klassen. Solothurn, Basel-Land, Zug, Luzern, das sind nur ein paar Kantone, wo im Moment gerade heftig gerungen wird mit der Umsetzung der integrativen Schule. Das Thema wird uns weiterverfolgen. Wir bleiben dran. Meine Damen und Herren, merci, sind Sie zu uns ins Radiostudio gekommen. Merci für die Diskussion. SRF 1 Forum. Die Sendung geleitet hat der Christian von Burg. Die Gäste, die ihr habt gehört, der Peter Lienhardt von der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, der Roland Stark, ehemaliger Kleinklassenlehrer und Heilpädagoge aus Basel und Petra Lütti, Mutter von einem Bub mit Downs. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.